Nach zwei Corona-Jahren startet das diesjährige Schuljahr ohne generelle Masken- und Testpflicht. Maxi ist 10 Jahre alt und geht heuer in die erste Klasse des Gymnasiums im 18. Gemeindebezirk. Er freut sich natürlich auf die Schule, auch wenn er Distance Learning ein wenig vermisst. Naja, im Homeschooling hat man zwar keine Freunde, aber man kann die Aufgaben machen, was man, wann man will halt. Und man kann halt so immer Pause machen, wenn man will. Aber in der Schule, da gibt es immer nur bestimmte Pausen. Und das finde ich das toll am Homeschooling halt. Was hast du lieber? Naja, also Homeschooling. Naja, man kann das nicht sagen. Die Freunde sind halt in der Schule und Homeschooling kann man halt mit zocken und man kann einfach immer Pause machen, wenn man will. Also eigentlich beides gleich. Wie schon viele seiner Klassenkameraden war Maxi auch an Corona erkrankt und ist mittlerweile genesen. Ich hatte die Delta-Phase und die war mittel. Also ich war komplett aus dem Häuschen, also eigentlich konnte ich alles machen. Meine Mama ist fast den ganzen Tag gelegen. Ich habe sie nämlich angesteckt. Aber das war cool, endlich mal 2 Wochen keine Schule. Aber wir mussten sowieso alles nachholen, die ganzen Schulfächer, die wir verpasst haben. Und deswegen ist es einfach nur nervig, wenn Corona kriegt. Sorgen über die Infektion mache er sich keine. Gar nicht, nee. Ich habe einfach keine Angst, weil, keine Ahnung, ich bin noch ein Kind und bei mir kann nichts Besonderes passieren, außer, ja, keine Schule. Vater Reinhard Müller ist selbst Lehrer und Multimedia-Produzent. Er begrüßt die Entscheidung der Regierung, dass die neuen Corona-Vorschriften den Fokus mehr auf die Selbstverantwortung setzen. Zu Beginn der Pandemie finde ich das eine gute Entscheidung gewesen, der Lockdown, bis die erste Welle vorbei war. Aber mittlerweile sind die Maßnahmen aus meiner Sicht nicht mehr sinnvoll. Und es sollte den eigenen Personen, den eigenen Menschen überlassen bleiben, inwieweit sie sich schützen. Jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, jeder hat die Möglichkeit, eine Maske zu tragen, aber nicht die Menschen dazu nötigen, Maßnahmen zu ergreifen, die sie vielleicht selbst nicht notwendig haben. Man braucht die Infektionswahrscheinlichkeit jetzt nicht erhöhen, dass ein positiv Getesteter in die Schule kommt, sondern der soll sich auskurieren, bis der Test negativ ist. Die Testung soll aus meiner Sicht auf freiwilliger Basis basieren. Papa und Kind gehen motiviert in das mittlerweile 4. Corona-Schuljahr. Und mit der richtigen Vorbereitung und Voraussicht der Regierung wird es hoffentlich wieder ein Jahr wie damals.